Hallo Zockerfreunde, weiter geht's in Fallout 4. Er ist nun endlich angetroffen und ist schon auf dem Weg dort rein ins Gebäude. Das heißt, wir müssen jetzt zu seinem Vater und ich habe mich noch mal ein bisschen genauer umgeschaut Wie hier. schlimm die Lage Das sind wirklich nicht ist. alles die Okay, Söldner, da sind bleib auch bei mir, Raider folge dazwischen. meinen Anweisungen, dann Jo, dürfte alles gut gehen. ja, werde Los ich machen. jetzt! Ja. Also. Ist schon rein. Also es sind Söldner und Raider, also die haben ja massiv gegeneinander Auch wenn es gekämpft. uns ständig umbringen will, immerhin ist es im. Immerhin ist es, ja, jetzt habe ich im falschen Moment gedrückt, ich Depp. Gut. Parsons. Selbst der Name. Womit in aller Welt kann man so etwas verdient haben? Da. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich hier ordentlich Verdammt. mitnehmen, weil die haben Diese hier nämlich jede Kreatur ist Menge von der anderen Seite aus Muni, blockiert. Wir die müssen wir. sie irgendwie umgehen. Ja, werden wir, werden wir. Bleib mal ganz entspannt, wir Gar werden da nicht schon einen schwer. Weg Was finden. denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja. Kannst du glauben, dass ich glaube an Gott? Sieh dich da um. Nichts als Staub und Schrott. Warte, hör zu. Tue Mach ich ja dich gar nicht. Recht hat, dass der neue Saft von hier stammt. Wird es sich aber so richtig drauf. Wie hast du überhaupt was abbekommen? Lefty kann dich nicht ausstehen. Ich habe bei Leuten Gefallen eingelöst, die Lefty mag. Du bist nur beleidigt, weil du nichts bekommen hast. Hoffentlich hast du recht. Und Lefty sollte das nächste Mal gerecht teilen. Sonst setzt's was. Da hat jemand viel in diese Söldner investiert. Die scheinen was Wertvolles zu bewachen. Okay. Gut. Die Raider sind noch, definitiv noch da. Kommt raus, kommt Und raus. sie wollen Ärger machen. Oder sie machen Du, schon wir haben Ärger. Gesellschaft. Was? Was ist passiert? Ja. Ich sag dir, was passiert ist. Du bist gerade gestorben. Siehst du? Alter, warum treffe ich dich denn nicht? Hi. Was bist du? Du bist gleich tot. Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Erstmal hier einsammeln. Bloß nichts liegen lassen. So. Was? So, jetzt. Und du wartest da jetzt, weil ich will nämlich hier erstmal gucken. Der hat mich auch noch was. So. Du Du gibst hast auch nicht noch auf, Zeug? was? Nö. Tu ich nicht. Da, das nehmen wir auch noch mit. Hier das noch mitnehmen. Das. Oh, da war noch eine Spritze. Ja, das Glas nehmen wir auch mit. Hältst dich wohl für ganz hart, was? Komm schon! Ach was, halt die Klappe, Mann. Ich bin auch gleich bei dir. Kriegst du gleich was auf die Fresse und dann ist die Sache gut. Ah, Taschenventilator. Nehmen wir auch mit. Willst du wohl Spielchen mit mir spielen, was? Nehmen wir auch mit. Gut. Spielchen. Wenn ich mit dir Spielchen spiele, bist du. Ne, schon klar. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Gespielt haben sie hier auch. Könnte ich eigentlich auch ins Kinderzimmer legen, Nichts mehr sowas. zu sehen von ihnen. Er rennt einfach weiter, anstatt er mal wartet, bis ich hier alles mitgenommen habe. Nö. Kein Verständnis dafür, ne? Das sind halt diese reichen Was zum Teufel war Bengel, das? ne? Die alles haben und so. Endstation! Okay. Was für eine Verschwendung! Ach, er ist der Raider. Ich habe mich schon gewundert, warum der einen Kittel trägt. Ha. So. Ist hier noch irgendwas? Hier, so ein verbranntes Buch, das nehmen wir auch mit. Und du wartest jetzt gefälligst mal, bis ich hier alles mitgenommen habe. Das können wir nicht mitnehmen. Halt! Medics nehmen wir auch mit, die Spritze. Hier, noch was. Ha, Schachbrett nehmen wir auch mit. Da schauen wir auch rein. Halt. Na komm. Jawohl. Wie schön. Ja. Kleber auf jeden Fall, das ist gut. Geschickt gemacht. Ja, ich weiß, ich bin gut, ne?
Moment, da müssen wir ein bisschen runtergehen. So. Haben wir hier noch was? Da. Haarklammerbox, okay. Nehmen wir mit. Okay. Mach dich mal hier beiseite, dass ich hier gucken kann, ob ich hier noch was finde. In den Schränken ist bestimmt was drin. Jupp. Hier, hier. Überall Kronkorken. Gegen wen hast du jetzt gekämpft? Ach, das sind hier diese verstrahlten Kakerlaken. Ja, ja. Vor allem, wie groß die sind. Nehmen wir mit. Den Topf nehmen wir auch mit. Halt. Nee, in der Waschmaschine ist nichts, aber da liegt was drauf. Hier, das nehmen wir mit. Da, das nehmen wir auch mit. Vielleicht bauen wir auch noch eine Bowlingbahn, falls das irgendwie geht. Schlecht wäre es natürlich nicht. So. Gucken wir hier mal noch. Okay, da unten müssen wir wohl hin. Jo. Jetzt rennst du auf einmal nicht mehr vor? Hast du Angst vor Papa oder was? Gut. Nehmen wir hier noch die Kronkorken mit. Schön. Gut. Nehmen wir alles mit. Ja. Also hier ist eine Menge zu finden, stelle ich mal gerade so fest. Keramikschale. Naja. Der Ausritt hat sich gelohnt, oder wie heißt das? Da müssen wir gleich hin. Ich will erstmal hier gucken. Achso, da geht's ja dann raus. Ich könnte ja die Kette schon mal aufmachen. Ah! Das war das, was vor ihm versperrt war. Was er da meinte, wo er davor stand und nicht rein konnte. So. Machen wir die Tür auf. Da ist er. Okay. Alles klar? Mir geht's gut. Mein Gott. Okay. Und wo ist der Spacken jetzt? Sammeln wir erstmal ein hier. Was wir haben, das haben wir. Ah, ja. Edward, wie schlimm bist du verletzt? Noch bin ich nicht tot. Aber ich kann nicht aufstehen. Konntest du verhindern, dass sie den Aufzug benutzen? Ja, ich habe den Aufzug in den Keller geschickt und abgeschaltet, wie du gesagt hast. Gut. Ich habe einige von ihnen mit Kugeln durchsiebt, bevor sie mich zurückgelassen haben. Hab schon länger niemanden gesehen. Denke ich, ist schwer, nicht das Zeitgefühl zu verlieren. Kannst du wirklich nicht aufstehen? Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ja, Jack, da bin ich mir verdammt sicher. Schon gut. Mach dir keine Sorgen. Da müssen wir uns eben hier alleine drum kümmern. Ja. Sie sind definitiv in den Keller vorgedrungen. Gut, aber ich will auch mal an den Computer. Ist jetzt aber auch egal. Wir müssen durch den verlassenen Teil des Gebäudes. Sieht aus, als würde das Abramelin-Feld noch funktionieren, obwohl mehrere Sicherheitstüren im Keller bereits aufgebrochen wurden. Wir sollten uns beeilen, wenn wir sie aufhalten wollen. Sie scheinen unbedingt zu Lorenzo vordringen zu wollen. Okay, erstmal will ich da dran. Hochsicherheitsanladung, Systemstatus. Inaktiv. Okay, Neustart im Keller erforderlich. Abramelin-Feld, grün, 98%. Okay. Das schwankt so ein bisschen. Also der Generator ist nicht richtig stabil. Warnung. Gucken wir mal, nicht autorisierter Zugriff entdeckt. Komm. Nochmal. Gesichert. Alle Systeme normal. Alle Systeme normal. Gucken wir hier mal rein. Okay. Naja gut. So wirklich was damit anfangen kann ich jetzt nicht. Gehen wir in unsere Rüstung wieder rein. Ich habe gedacht, ich könnte da so ein bisschen was erfahren.
So, was ist das da oben? Ich glaube nicht, dass wir schon fertig waren. Ah, okay, ist einfach nur eine Platte. Jo, das heißt, wir müssen irgendwie in den Keller. Wir müssen irgendwie in den Keller. Das heißt, irgendwo muss es runtergehen. Aber wo geht es runter? Schieß los. Oder muss ich erstmal mit ihm reden? Jo, ich muss mit ihm erstmal reden. Hm. So, was ist los? Antworten verlangen. Genau, ich verlange Antworten. Ich gehe keinen Schritt weiter, bis du mir nicht sagst, was hier los ist. Ich denke, du solltest es wissen. Es ist schwer zu sagen, wie gefährlich Lorenzo durch das Artefakt geworden ist. Er ist nicht nur gemeingefährlich und geisteskrank, sondern verfügt über größere Stärke und ist gegen die meisten Arten körperlichen Schadens unempfindlich. Außerdem beherrscht er eine Art lokale Telekinese, die durch das Artefakt selber hervorgerufen wird. Wir müssen jetzt in den Keller, bevor die Eindringlinge einen Weg finden, Lorenzo zu befreien. Folge mir. Sei vorsichtig, Jack. Jo, ich folge dir. Dann geh du mal vor. Du auch. Ja, was denn nun? Geh doch einfach. Weil hier habe ich doch schon alles gelootet, Mann. Nur geh. Echt mal. Ja. Hm? Was? Scheiße, nein! Weg! Endstation. Na? Versteckt sich da hinter dem Baum? Okay. Halt, hier ist noch. Müssen Sie aufhalten, bis Leslie unten fährt. Platt gemacht. Okay. Ich sehe dich da oben. Komm nur nicht ran. Wirklich ganz schön viele von ihnen gekommen. Ja, das ist schön. Problem ist nur, ich komme an die nicht ran. Ziemlich grün. Komm schon, Blue. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. So. Nein. Blue kann alles alleine tragen, Red. Schiede dich von der Welt. Nein, nicht wirklich. Habe ich noch nicht vor. So. Warte mal. Ja, hier sollte ich dich erwischen. Oder auch nicht. Irgendwann, du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. Ja, genau. Gut, das heißt, die sind erledigt. Komme ich da irgendwie rauf? Jo. Na, das ist doch praktisch. Den hatte ich schon leer geräumt. Gehen wir einfach mal darauf und räumen die auch noch leer. Okay, nehmen wir alles mit. Das noch mitnehmen. Ah, Farbe. Farbe, schön, Farbe. Ich weiß noch nicht, was ich mit der Farbe anfangen soll. Diesen Trakt haben wir nie benutzt. Seit Jahrzehnten ist hier niemand mehr gewesen. Wir ja, so nicht, sieht's auch aus. Okay, alles mitnehmen. Das war's hier. Nehmen wir das noch mit. Schön. 38er Muni noch. Ich hab doch hier gerade... Nein. Gehen wir hier weiter. Okay. Das dann nehmen wir auch mit. Das auch mit. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns da rein. Und schauen uns da mal um. Was für ein Chaos. Hoffentlich finden wir einen Weg dadurch. Der Lastenaufzug ist ein Erdgeschoss. Hier stimmt was nicht. Ah. Egal, ob du schon tot bist. Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. So. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Ja, okay, genau. Was soll der Scheiß? Wer ist da? Ich bin da. Wer war das? Hey. Mitnehmen. Mitnehmen. Ich hab was gehört. Was? Du kannst mir nichts antun. Okay. Ich treffe hier nicht. Ach, hi. Guck nur mal raus. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Echt jetzt? Wie wollen die uns denn aufhalten? Auf nimmer Wiedersehen. So. Alles mitnehmen.
So. Wow. Da unten ist noch wer. Wie findet man hier drin überhaupt etwas? So macht man das. So, jetzt lass mich mal hier gucken hier. Hier ist ein Haufen Zeug. Rattengift, okay? Okay, gucken wir mal hier rein. Ja. Zum Nachladen habe ich ja reichlich da. Apropos, sollte ich vielleicht tatsächlich mal tun. Danke für den Tipp. So, nein, in den Kühlschrank wollte ich eigentlich reingucken. Nee, ist nix. So, das da, nee, können wir nicht mitnehmen. Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir alles. Hier, die Teller, die könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Ich bin unten angekommen, Leute. Naja, gehen wir einfach hier. Ich hab das schon 100 Mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Yep. Auch eine ganze Ecke anders. Wirst du gleich sehen. Okay, den Stuhl, den schubst du mal so ein bisschen hier rum. Ich reiß dich in die Brücke. Ja, ja. Lass mich erstmal in Ruhe hier einpacken und dann kümmern wir uns um dich, ne? Was war das? So. Ey. Alter, der hält aber ein bisschen was aus. Warte mal, so ein bisschen genauer zielen hier. Den haben wir es gezeigt. Und? Schon müde? Nein, also ich habe noch keine Ermüdungserscheinungen. Also mir geht's gut. Danke der Nachfrage. So, mitnehmen. So, Radio haben wir auch angemacht. Schön. Den Helden spielen, was? Ja. Ich bin der Held, falls dir das nicht aufgefallen ist. So. Hier scheint, warte mal, er ist da durch die Wand. Hier scheint sonst nichts weiter zu sein, oder? Doch, ein Eimer. Okay. Komm, könntest schon, du mal... Das ist mein Grundstück. Betreten verboten. Ah. Oh, ihr seid echt viel. Er schon wieder. Also noch. Ich wollte eigentlich alles nehmen. Warte mal. Kann man das irgendwie aufmachen? Jo, man kann das aufmachen. Du hast sonst nichts. Jo. Gehen wir hier weiter. Da ist noch was drin. An diesem Ort würde selbst ein Ghoul Albträume bekommen. Warte mal, geht das auf? Jupp, geht auf. Oder auch noch mitnehmen. Jetzt verreck endlich. So, geh doch mal beiseite, Mensch. Ich muss doch gucken. Wir wollen ja nichts liegen lassen. So, irgendwo läuft hier ein Radio. Eine Angel. Nehmen wir mit. Hä? Also die Tür geht nicht auf. Oder ist da noch ein Knopf? Nee. Nein. Okay. Da kommt man irgendwie von da hinten rein. Will ich mal gucken. Na, hast du Spaß? Hä? Ich kann das den ganzen Tag. Von hier kommt man da rein. Ah, nehmen wir natürlich mit. Ne? Ja. Sehr gut. So. Bloß, wo ist der Spacken? Wo ist denn der jetzt hin? Hi. Hat's wohl geklappt? Ich sehe dich nicht. So. Er hat gedacht, ich sehe ihn da nicht. Ha. Mitnehmen. Da ist ein Auge. Das gehört bestimmt dem hier. Du, da liegt ein Auge von dir. Okay, komme ich da irgendwie dran? Na, ja, hab ich. Sehr gut. Wie lange willst du denn noch durchhalten? Ach, Mann, Junge, du nervst. So, okay, da unten geht's weiter. Halt, den Pümpel nehmen wir mit, ne? Noch mehr von denen? Das ist nichts. Gut, Ich treib's aus der Deckung!
Oh, er ist da drin. Das war euer letzter Fehler. Oh, nachladen habe ich vergessen. Könntest du mal beiseite gehen, damit ich die hier auch treffe? Was ist das denn noch? Das ist besser gelaufen als er. Wartet. Ja, genau. Sonst verkommt das alles ja nur. Nee. Ich will gar nicht wissen, was sie mit der Puppe hier gemacht haben. Will ich gar nicht wissen. Oh, scheiße. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. So, da hinten müssen wir irgendwo hin. Aber ich will mich erstmal noch ein bisschen umschauen, ne? Hier ist noch eine Zelle. Gut. Da haben wir auch noch ein bisschen was gefunden. Und er will da weiter, aber ich will erstmal... Warte mal. Okay, nee, das hat was mit der Tür zu tun hier. Halt, da war noch was. Das wollen wir natürlich nicht da lassen. Gut, da war ich, glaube ich, schon. Komm, gehen wir einfach weiter. Gehen wir weiter. Halt! Der alte Lastenaufzug funktioniert noch. Das hätte ich beinahe liegen lassen. Und da ist ein Tresor. Jawohl. Halt. Jetzt. Cool. Ja, alles mitnehmen. Nehmen wir auch mit. Das könnte ich eigentlich auch irgendwo hinstellen. Dann. In dem Haus. Damit Ach, kommen gut. wir in den Keller. Komm. Ja, dann machen wir uns das mal runter. Nach unten. Nach unten. Wo ist denn er jetzt hin? Hi. Hallo Piper. Ach nee, ich wollte dich ja Red nennen. Hallo Red. Ne, kommen wir auch irgendwann hier an? Bing! Essen ist fertig. Ach nee, das war ja nicht die Mikrowelle. Nehmen wir mit. Hier ist nichts weiter. Gut, nehmen wir das mit. Das Besen, damit wir sauber machen können. Hier, lauf nicht weg, lauf nicht weg. Ich bin... Ja. Sie dürfen Lorenzo nicht befreien. Ja, ist ja gut. Ist dir eigentlich klar, dass dein Vater dazwischen sein könnte, wenn ich jeden töte, den ich sehe? Hä? Ist dir das bewusst? Okay. Ein Bauhelm. Nehmen wir mit. Alles mitnehmen. Was wir haben, das haben wir. Gut. Da liegt nichts drauf. Hm. Okay, hier scheint sonst nichts weiter zu sein. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen, Red. Das ist das Einzige, was Lorenzos Ausbruch verhindert. Wir müssen da rein und sie aufhalten. Hallo, wie viel von dem Zeug funktioniert wohl noch? Ist lange her, dass ich das bestimmt eine ganze Menge eines persönlichen Besuchs hatte. Vater, man müsste es nur. Ich werde dir mein Ende setzen. Meine Kräfte sind gewachsen, Jack. Das Artefakt will mir noch so viel beibringen. Und wenn ich frei bin, bringe ich dir auch alles bei. Ich kann dich erst rauslassen, wenn ich das Artefakt entfernt habe. Mal sehen. Bei Lucifers Eingeweiden. Sie haben alle Sicherheitstüren verriegelt. Ich muss sie von hier aus nacheinander entriegeln, während du dich den Gang entlang bewegst. Schnell jetzt! Richtig. Ihr müsst das Eindämmungsfeld ausschalten, um die Tür zu öffnen. Schnell, verdammt! Okay. Beeilung. Mein Sohn kann wirklich jeden aufhalten, sobald er hier ist. Okay, da kann ich nicht durchschießen. Da ist Richtig. Ihr müsst Scheibe. Das Eindämmungsfeld ausschalten, um die Tür zu öffnen. Ich öffne den Haupteingang. Schnell! Das Abramelin-Feld ist abgeschaltet. Anscheinend übersteigt selbst die einfachste Aufgabe eure Fähigkeiten. Das war's. Ich spüre, wie meine Kraft so. Okay, da haben wir wieder so ein Zeug gefunden, dass der eigentlich frei sein da noch braucht. Es gibt noch eine Chance. Ich muss nur schnell die Sicherung ausgezeichnet. Okay, prima. Dann haben wir da auch noch so ein paar zusammengekriegt. Wir haben alle Töte Angriffe sie schnell. Warum nicht auch? Wäre es doch gar nicht erst so weit gekommen. Was hast denn du so bei dir? Ey, geht das noch? Aufhalten, wenn du schnell handelst. Es ist noch nicht zu spät. So. Es wird dauern, bis seine Kräfte zurückgekehrt sind.
Noch können wir ihn aufhalten. Hör nicht auf meinen Sohn. Er ist hier der Verrückte. Sieh nur, was er mir angetan hat. Ich habe eine Sicherung in das Eindämmungsfeld integriert. Stell die 4 Abramelin-Generatoren auf manuelle Steuerung. Dann kann ich tödliche Zeta-Strahlung in seine Zelle strömen lassen. Tu das Richtige. Öffne diese Tür und lass mich raus. Denk an alles, was dir Jack erzählt hat. Wer ist deiner Meinung nach der Verrückte hier? Ich trau dir nicht. Ich den letzten Generator um, damit ich's beenden kann. Die Zeit müsste reichen. Bitte, öffne einfach die Tür. Irgendwie trau ich dem Typ nicht. Nein, wir machen das... Tu das Richtige. Lass mich hier raus. Puh. Nein, also der hört sich nicht vertrauenswürdig an. Für mich, finde ich. Das war's. Keine Sorge. Die Zeta-Strahlung tut dir nichts. Tut mir leid, Vater. Ich habe alles getan, um das hier zu verhindern. Ich glaube fast einen Weg gefunden zu haben, um das Artefakt zu entfernen. Lügner! Ihr hättet mich ewig ausgesaugt, wenn's nach euch gegangen wäre. Mickriger Wurm, denkst du wirklich, du hättest die Macht, mich zu zerstören? Leb wohl, Vater. Okay. Den Helm kriege ich nicht. Naja, Papa tot, ne? Wer weiß, wofür es gut ist. Ich meine, das Ding auf seinem Kopf, das scheint ja wirklich... scheint ihm nicht wirklich gut getan zu haben. So, was haben wir denn hier noch? Perfekt. Ja, haben wir noch ein Heftchen. Auflesestoff mitgenommen. Wie haben die ihm eigentlich Essen gegeben, frage ich mich. Ist hier irgendwo eine Durchreiche oder sowas? Weil die müssen ihn ja auch irgendwie versorgt haben. Mit Essen. Naja. Gut, ich würde sagen, ich mache mich mal zu dem hin. Ja, hier liegt nichts mehr. Gut, machen wir uns da durch. Machen wir uns hier weg. Ach, er kommt schon zu uns. Wahl, oder? Was hätte er denn getan? Was hätte er getan, wenn er freigekommen wäre? Oh, er hätte uns beide getötet. Und dann den Rest meiner Familie. Und das wäre erst der Anfang gewesen. Seine Verbrechen, als er damals noch frei war. Nur wegen des Einflusses meiner Familie ist er hier gelandet und nicht in der Todeszelle. Die Welt heute, sie ist für Monster wie geschaffen. Nichts hätte ihn aufhalten können. Nein, ich habe meine Frage beantwortet. Wir hatten wirklich keine Wahl. Moment mal, Lorenzo hat dir nichts bedeutet? Dir tut doch nur leid, dass du deine Unsterblichkeitsquelle verloren hast. Mir ist inzwischen echt egal, was du denkst, bevor du gehst. Ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Ich brauche deine Dienste nicht mehr. Okay. Du brauchst mich nicht mehr? Nein. Ohne Parsons brauche ich wohl nicht mehr so viele Mitarbeiter. Okay, ich verdiene auf jeden Fall mehr. Ich denke, ich hätte mehr verdient. Nach allem, was ich für dich und deine Familie getan habe. Du hast ja recht, du hast ja recht. Ich bin gerade etwas durcheinander. Lass mich nachdenken. Weißt du, ich war so nah dran, das Artefakt zu verstehen. Da ich es jetzt direkt erforschen kann, kann ich vielleicht was Nützliches damit machen. Komm in ungefähr einer Woche wieder zu uns nach Hause. Vielleicht war meine ganze Forschung doch nicht umsonst. Okay, das heißt, in einer Woche soll ich bei ihm nochmal antreten. Ja, dann soll er da mal forschen. Und ich werde mal sehen, dass ich hier irgendwie wieder rauskomme. Oder ich laufe hinter ihm her. Nee, er geht ja da rein. Er holt sich wahrscheinlich das Artefakt. Das heißt, wir müssen irgendwie hier raus auf jeden Fall. Warte mal, das war doch da. Das war doch da. Hier müssen wir durch. Gut, dann sehen wir erstmal zu, dass wir hier rauskommen. Aufzug. Genau. Nehmen wir den Aufzug. Nichts wie raus hier. Wo ist der... Ach, hallo Red. Genau. Ja.
Naja, ich werde das auf jeden Fall machen auch, dass ich so eine Woche dazwischen vergehen lasse, dass ich da mal dann auch hingehe. Oh, da habe ich noch jemanden nicht ausgeräumt. Wer ist nur zu so etwas imstande? Hast du vergessen, das waren wir. Echt mal. Und ich dachte immer, die Reporterinnen wären schlau. So. Haben wir das auch noch? Komm, wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Warte mal, wo ging's denn nochmal raus? Ich glaube da unten irgendwo, ne? Ich meine da. Jo, da geht's raus. Prima. Dann sind wir wieder raus. Dann werden wir da eine Woche warten und wieder zu dem Spacken dahin gehen. Und schauen, dass der... Oder schauen, was er da gemacht hat raus aus dieser Maske. Ich wollte eigentlich auch mal da hinten. Da wollte ich mal hin. Machen wir in der nächsten Folge. Ich will gucken, was da so rot schimmert. Ich will wissen, was da rot schimmert. Machen wir in der nächsten Folge. Ich sag bis dahin und tschüss.